Ach Mann, ey. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. In diesem Raid auf Ground Zero wollte ich mich auf die Suche nach Gas-Analysern und anderen Quest-Items machen. Natürlich war ich nicht der Einzige mit der Idee und gerade da die Spawns doch ziemlich nah beieinander sind auf der Map, dauert es natürlich nicht lange, bis ich auf die ersten PMC-Gruppen gestoßen bin. Ich möchte aber auch gar nicht zu viel spoilern, denkt nur immer dran, es gibt immer ein mehr und immer genau dann, wenn ihr es am wenigsten gebrauchen könnt. Das war's aber an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, normal habe ich hier zwei Spawns. Einer ist direkt links hinter mir. Die haben mich nicht gesehen. Hi. Und schon bin ich in der Zange, Leute. Ach, scheiß ruhig, Phobius. Okay. Aus der Klemme sind wir gerade nochmal entwischt. Jetzt kommt die nächste.
Ja. Ich hab mir doch schon gedacht, dass das kein Scav ist. Oh, Level 2. Ach, hier ist ein Scav. Irgendwo links ist ein Scav. So, wir könnten noch was essen und trinken, aber... Und dann nochmal weitergehen. Wir haben immer noch keine Gäste in der Leise, aber rein theoretisch, wenn wir wieder dahin gehen, wo wir vorher waren, hätten wir nochmal die Chance, da irre viel abzugreifen, auch wenn ich relativ voll bin, aber eigentlich nur mit Crap. Nicey.
So. Mal kurz stacken. Weiß nicht, ob das die Dudes waren, die wir vorhin gesehen haben. Ich glaube nicht. Okay, Munition geht langsam zur Neige. Okay. Oh, nice. Die AK hätte wehtun können. Die haben schon Spieler getötet. Hier hat sich doch gerade was bewegt. Ah, Scav-Player wahrscheinlich. Mann, ey. Muss nach einem Sohn immer gleich der nächste Sohn kommen, Alter. Meine Fresse, ey. Da hast du guten Raid, gute Kills. Nee, ist ein Spieler gewesen. Er hat sich bloß bewegt wie ein fucking Scav. Schade Schokolade, Leute. Ach, Mann. Das hätte echt gut werden können. Ja, war guter Loot, gute Waffen. Er freut sich jetzt drüber, bloß weil er mich in einem scheiß Moment erwischt hat.